Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play Alba. Wir wollen jetzt zur Insel fahren. Schön, dass ihr dabei seid. Fortfahren. Ah, oh, es geht rüber und wir können unseren Delfin wieder angucken. Wir fahren zurück zu der Insel, wo alles begann. Oh, wie schön. Habe ich hier eigentlich die Tiere schon gescannt? Kenne ich diese Tiere hier auch? Wahrscheinlich. Strand ist Strand, ne? Dim, dim, dim. Was soll ich hier machen? Ich habe es nicht geguckt. Finde und scanne den Delfin. Okay, wir nehmen diesmal wieder die Abkürzung hinten rum, die wir letztes Mal nicht wussten, dass es sie gibt. Und dann können wir unseren Delfin wiedersehen und ich finde es so schön. Guck mal, diese Hausbrand hier so ein bisschen. Es ist halt eine Küche. Und dann ist die Wand schön schwarz und draußen gekocht. Ach, ich finde es so schön. Oh! Machst du Fotos? Hallo! Emilio, der Delfin, ich habe ihn gesehen. Er schwimmt seit einer Weile am Strand. Aber ich denke, er möchte sich bedanken. Ah, guck mal, da ein Hai. Hallo, Delfin. Hallo, du. Hi. Geretteter Delfin kehrt zurück. Bitte, habe ich gern gemacht. Bitte, bitte, bitte. Freut mich. Schön, dass der Delfin noch immer gut geht. Freut mich. Ich konnte es nicht lesen. Ich will wissen, ob ich den hier schon habe. Ach, da ist auch noch einer. Ha, ich wollte gerade sagen, der kommt mir irgendwie so vor, als würde ich ihn nicht kennen. Eine Krähenschraube. Habe ich noch nie von gehört. Wie von den meisten Vögeln hier. So, was sollen wir machen? Ah, Müll einsammeln. Hier liegt auch Müll. Oh. Aber wenn der Bürgermeister halt nie die Mülleimer leeren lässt, wo sollen denn die Menschen auch den Müll mitnehmen? Ich glaube nicht, dass man ihn wieder mitnimmt. Eine Heringsmöwe. Schwarzkopfmöwe. Vielleicht finden wir hier noch mehr, was wir nicht kennen. Wir haben schon zwei neue Aufgaben. Wir müssen, ach so, nochmal mehr Tiere scannen. Und den Müll machen. Der Müll muss weg. Der Nordstrand sieht furchtbar aus. Warum? Bitte helft beim Saubermachen. Ach nö. Da war ich doch gestern erst. Triff dich am Nordstrand. Da war ich doch gerade erst. Oh. Die Ruinen sind 2000 Jahre alt. Mal gucken, hoffentlich muss ich nicht so lange auf meine Paella warten. Noch mehr Müll. Der Müll ist auch schön ersichtlich. Wie viel fehlt uns denn noch? Wie viel Müll? Eins noch. Und zwar der hier. Ja, dann würde ich sagen, müssen wir wieder rüber. Wir müssen wieder an den Nordstrand. Aber gut, dass uns der Vogel hier rüber, also der Delfin hier rübergezogen hat mit der Aufgabe. Sonst hätte ich das gar nicht gesehen, dass wir hier auch hin müssen. Hier fehlt mir immer noch der Falke. Da gehen wir, glaube ich, jetzt rüber. Ich tausche die bestätigten Fotos im Naturschutzgebiet aus. Da fehlt mir noch eins? Fragezeichen. Naja, fahren wir erstmal wieder rüber. Hallo! Ja! Das ist auch toll. Mit dem Nicken und mit dem Kopfschütteln, das ist so interagierend. Und diese Insel, guckt sie euch mal an. So schön. Also zum Nordstrand. Wie komme ich denn jetzt am besten? Oh Gott, da ganz oben, okay. In die Richtung. Da ist der Nordstrand. Da ist Müll. Leute. Oh, jetzt können wir uns gar nicht mehr hier treffen. Wir müssen erstmal ganzen Müll wegmachen. Bestimmt so ein Fleckchen, wo ich was übersehe. Kennen wir dich schon? Ja, Mittelmeerwürfe. Huch. So. Das sind schon mal fünf, sechs. Ansehen. Sieben. Der Müll ist weg. Lasst euch alle euer Eis schmecken. Ich habe eine Verabredung am Mordstrand.
Und der Strand hier, guck mal. Aber in diesen Bereichen der Insel war ich halt auch noch so gar nicht. Das ist der stadtnahe Strand, okay. 4, 5. Da ist noch mehr. Leute. Man kann auch nachdrücken, wenn der Müll voll ist. Guckt euch das doch mal an. Ein Herzchen. Ja. Aber so ganz richtig sah das noch nicht aus. Ob wir hier alles so weggemacht hatten. Da. Einer fehlt uns noch. Wir hatten 5 und hier gibt es 6 Müllchen. Müllteile. Müllchens. Müll, wo bist du? Da. 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 Recyclingbegeisterte räumt die Insel auf. Ja, davon sollte es viel mehr geben. Viel, viel mehr. Laufen wir mal hier ein bisschen rüber. Über die Orangenfarm. Ich weiß nicht, wie es da am Meer weitergeht. Ups. Und hier waren wir auch wenig. Kennen wir hier eigentlich alles? Scheint immer noch ein paar Tiere zu entdecken zu geben. Tannenmeise kann ich mich nicht dran erinnern. Hoch. Und runter. Nein, ist zu gefährlich. Okay. Und runter. Immer noch nicht. Und runter. Es ist so schön, dass man sich hier nicht irgendwie runterfallen kann. Ganze Gelände ist kindersicher. Hier haben wir diese schwarzen Vögel. Hallo. Alba, guck mal, hier ist überall Müll. Die stecken fest. Oh nein. Oh. Ja, wir helfen alle zusammen und dann sieht es bald wieder gut aus. Versorgen. Oh nein. Juanito hatte recht, sieh dir nur dieses Chaos an. Zum Glück habe ich die Hacke dabei. Wir zeigen dem Müll, wo es lang geht. Oha. Der Strand ist echt voll, ja. Was ist denn hier passiert? Das ist ja noch wenig, ne? Alba, ich habe den Arm des Gesetzes dabei. Wer das bekommen hat, kriegt Ärger. Naja, wer das wohl war? Wer könnte das wohl gewesen sein? Oh nein, guck mal. Oh nein, ist das Teer? Oh. Die armen Tiere. Wer macht denn sowas? Wir müssen schon viel besser. Ich bin gar nicht mehr so wütend. Oh ja, haben wir gut gemacht. Strand ist sauber, Vögel sind frei. Danke für eure Hilfe. Sag mal blitzsauber. Tschüss. Gemeinde säubert Strand, um Tiere zu retten. Oh, und jetzt helfen noch viel mehr mit. Wir haben genug Unterschriften. Da ist der Lux. Leute, da ist der Lux. Da ist der Lux. Dreh dich um, Alba. Los. Komm mal, Alba sieht den Lux. Hallo. Hallo, Lux. Erst das Handy rausholen. Scan ihn. Nein, er ist schon wieder weg. Nein. Aber Albert hat den Lux gesehen. Und jetzt ist Albert traurig. Oh, was ist los, Albert? Hast du irgendwas gesehen? Ja. Keine Sorge, er kommt bestimmt zurück. Und morgen hast du noch mehr Zeit. Lass uns in die Stadt gehen. Ich kann es kaum erwarten, das Gesicht des Bürgermeisters zu sehen, wenn wir ihm die Unterschriften zeigen. Wir haben gar nicht genug Unterschriften. Kenn ich dich schon, Vogel? Ja, ein Haussperling. Katze, kenne ich auch. Noch mehr Haussperling. Irgendwas mit einer. Jetzt haben wir 50 Unterschriften. Abgeschlossen. Oh. Da ist der Bürgermeister. Seid ihr bereit? Leute. Jetzt wird's ernst. Genau. Das Fest wird morgen eröffnet. Was wollt ihr von mir? Es ist soweit, Alba. Es gibt kein Zurück mehr. Es ist. Unterschriftenzeit? Soweit. Wir stehen voll hinter dir. Wir setzen unseren Willen durch.
Bereit, die Petition zu unterreichen? Ja. Herr Bürgermeister, wir wollen dieses blöde Hotel nicht. Und wir haben mal 50 Unterschriften. Die Petition, ihr habt tatsächlich. Nein, das ändert nichts. Ihr habt nicht den nötigen Papierkram ausgefüllt und deswegen ist eure Petition rechtlich unwirksam. Das Hotel wird wie geplant gebaut. Also, ich muss mich um wichtigere Dinge kümmern. Ich werde sicher ganz keine Fragen beantworten. Tschüss. Oha, was für ein A. Was ist da gerade passiert? Was? So ein Haufen Kleister. Ah, die ganze Stadt hat unterschrieben, ja. Warum hat er es so eilig? Er hat etwas zu verbergen. Deine Oma hat recht. Wir müssen ihm nachlaufen. Sollen wir jetzt einfach Ines folgen? Ja. Am besten folgt man. Da ist der Bürgermeister. Den haben wir. Ja, er hat die auch alleine gefunden. Danke, Ines. Sprich mit Ines. Achso, wir sollen erst mit ihr reden. Okay, hallo, Ines. Schau, folgen wir ihm und wir müssen Abstand halten. Okay. Mach Nahaufnahmen, wenn er mit Leuten redet. Ich dachte, das wär's jetzt, das Spiel. Wir haben ein Foto. Er hat nur Interesse an Baila. Mal gucken, wo er hingeht. Wir müssen ihm folgen. Und Fotos machen, wenn er mit jemandem redet. Das nimmt ja jetzt nochmal ganz andere Dimensionen an. Haustaube. Korallenmöwe. Und Kiels will er Eis, würde ich mal tippen. Foto machen. Oh, ich will auch ein leckeres Eis. Unauffällig folgen. Unauffällig folgen. Und nein, er hat uns entdeckt. Wir waren zu nah dran. Ach nein, wie cool! Mit wem man noch redet. Er war jetzt schon bei zwei Sachen, die unauffällig sind. Das heißt, es kommt bestimmt noch eine Sache, die unauffällig ist, höchstens. Oder halt jetzt schon die auffällige Sache. Ist das Müll? Nein, es ist ein Tier. Ein Tier, Leute! Guck mal, eine kleine Eidechse. Nein, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte. Das wollte ich machen. Ist das ein Gecko? Ein Mauergecko. Das ist so cool. Aha. Sind gerade Wahlen? Wo ist er denn dann so gemein, wenn gerade Wahlen sind? Oder ist das Schild nur alt? La la la. Wundern Sie sich nicht, Herr Bürgermeister. Wir gehen zufällig ganz langsam in dieselbe Richtung wie Sie. Wir sind unauffälliger als Sie. Naja, ist mit ihm unauffällig. Oh, guck mal, wie aufgeregt Ines ist. Alba knotet sich erstmal einen Schuh zu. Ist wichtig. Was ist, wenn wir ihn brennend verfolgen müssen? Unsere Schuhe nicht zugeknotet sind. Die waren wir noch gar nicht. Und wir uns dann hinpflegen. Oh. Oh. Wer ist denn das? Das ist Paco. Erwischt. Wir brauchen ein Foto von den beiden und dem Inhalt vom Aktenkoffer. Ja, natürlich. Wenn es leicht, nee, leichter als das. Guck mal, wir schleichen uns hier an. Da ist ja Geld drin. Ja. Das üben wir nochmal mit dem Foto. Ich sehe nicht, was im Aktenkoffer ist. Versuchen wir es nochmal. Da bin ich irgendwie im letzten Moment ein bisschen zu hoch gescrollt. Ja. Oh. Oh, wir wurden erwischt. Wir haben Beweise. Oh nein, die beiden schon wieder. Sie haben uns erwischt. Reiß dich zusammen, Todi. Wir lassen uns doch nicht von zwei Kindern aufhalten. Hat es dir der Bürgermeister nicht gesagt? Die ganze Insel ist gegen euch. Eine Petition? Haha, zwei kleine Rebellen. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt was bewirken?
Oh, ja, natürlich. Da habt ihr euch geschnitten, Mädchen. Und jetzt gibt das ja. Nein. Na, oh, der nimmt uns die Petition weg. Oh, der zündet die Petition an, Leute. Das kann er nicht machen. Oh, der hat unsere Petition verbrannt. Du Blödmann. Ja, da kann man auch mal Blödmann sagen. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Oha, der hat unsere Petition verbrannt. Ah. Die ganze Insel gehört mir. Moment mal, was? Toni, mach ihr Handy kaputt. Ich sehe darauf nicht gut aus. Nein, das reicht. Wir sind zu weit gegangen. Das Hotel sollte etwas Schönes sein für alle. Ich denke, das Hotel war sehr schön für dein Vermögen. So sollte das nicht laufen. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich will dein Geld nicht. Naja, ein bisschen schnell einsichtig, ne? Naja. Es ist vorbei, Paco. Du willst, dass das Hotel verschwindet? Keine Sorge. Bis bald, du Verräter. Tut mir leid. Oh, am besten mit der Polizei reden, ja. Oh, Bürgermeisterchen. Ich bitte um aufrichtige Entschuldigung. Ich habe geschworen, aufzupassen und immer das Beste für die Stadt zu tun. Aber was Parko, das Hotel und viele andere Sachen angeht, ich hätte auf euch hören sollen. Parko ist auf der Flucht, die Polizei sucht nach ihm. Das Hotel wird nicht fortgesetzt und er legt sein Amt nieder. Wann wird das Naturschutzgebiet restauriert? Ich weiß es nicht. Das wird noch dauern. Teuer und wir können uns das nicht leisten. Ich hoffe, dass mein Nachfolger eine Lösung findet. Tut mir leid. Oh. Das Naturschutzgebiet wird immer noch nicht gerettet. Natürlich wird es das. Oh, und jetzt wollen wir alle zusammenarbeiten. Genau, wir kriegen das hin. Yay. Gut gesagt, wir zwei machen das. Morgen ist das Fest und hoffentlich ist Paco dann hinter Gittern. Die Stadt gibt es keine 100 Jahre. Gut, das war's mit dieser Folge. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön. Oh, okay. Alba, Alba, wach auf. Oh nein. Oh, das Hotelgelände brennt. Oha. Oha. Oh, voll dramatisch. Das hätte ich nicht gedacht. Dass das noch hier so eine Wendung nimmt. Mit Bürgermeister verfolgen und sowas. Warte hier. Ich muss Pere fragen, ob alle Kinder hier sind. Oh. Da ruft ein Tier um Hilfe. Alba, lauf! Nein, Alba! Okay, ich mache hier mal schnell Schluss, okay? Suche nach Alba, wir sind jetzt der Opa. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten dramatischen Folge wieder. Bis dann. Tschüss.